UNSC Infinity on. UNSC Infinity. Klasse Superträger. Besatzung 7150. Nicht gefunden. Nahfeldumgebungsscan. 1986 UNSC-Kennungen. Status. Verstanden. Der Master Chief lebt? Atriox versicherte, er sei tot. Ist das kein Grund für Zorn? Nein. Ich bin von eurer Kraft durchströmt. Du versprachst uns Rache, Vorherrschaft, Erneuerung. Wer gefährdet das alles? Stellst du mich etwa in Frage? Atriox Vision? Atriox ist tot. Seinetwegen sitzen wir hier fest. Wir werden nie wieder zu Kreuze gerissen. Nicht vor der Allianz. Den Propheten. Vor ihr. Vor ihr? Ein Elite? Dieser Ring wird instand gesetzt. Bitte. Dann habt ihr eure Rache. Schwertträger, folge dem Spartan. Unbemerkt, ich will alles über ihn wissen. Das ist aber nicht der Arbeiter, oder? Nee. Der Arbeiter hatte noch alle seine Mundtentakel. Verbindung zur Panzerung angefragt. Annehmen. Verschlüsselte Nachricht. Lesen. Entschlüsselungsvorgang. Entschlüsselung unmöglich. Ursprung lokalisieren. Triangulierung läuft. Triangulierung läuft. Das war's, oder Chief? Wenn wir noch länger hier bleiben, kommen sie zurück. Sie werden uns finden und töten. Wonach suchen sie da? Übereinstimmung. Signal lokalisiert. Wegpunkt geladen. Da ist nichts. Sie suchen an der falschen Stelle. Wir müssen nach Hause. Wegpunkt anzeigen. Bitte Umgehung der manuellen Steuerung. Tu es. Autopilot aktiviert. Halt, was? Ist das Ihr Ernst? Was wollen wir da unten? Die Verbannten wollen uns auslöschen. Uns alle. Ja, und? Sollen wir sie etwa allein aufhalten? Ich sagte doch, es ist aus. Wir brauchen Hilfe, keine Heldentaten. Nein, wir tun unsere Pflicht, die Menschheit schützen, um jeden Preis. Ich kann nicht der Einzige sein. Angriff in die Atmosphäre. Autopilot schaltet ab in 5. Wir haben eine neue Mission. 4. Welche? Was ist da unten? 3. Eine Waffe. 1. Eine Waffe? 1. Wie viele Knarren brauchen Sie? Was ist los mit Ihnen? Ich nehme nie wieder einen Spartan mit. Das ist eine furchtbare Idee. Die kommen uns holen. Sie alle. Oh. Alle Richtungen. Geliebt. Es ist nicht sicher. Rückzug. Okay, okay. Hast du plasmamäßig was drauf? Ja. Ich brauche jetzt was gegen Schilde. Sind wir jetzt auf dem Helo? Nee, wo sind wir jetzt? Ah, in dem geborstenen Ding vom Helo. Also sind wir faktisch bei Halo 5 rausgegangen. Haben gesagt, ey, der Didakt oder wie der auch hieß, ist tot. Ein Verbandengeschwader ist auf dem Weg. Und dann sind wir rausgeflogen und dann kamen halt die Verbanden. Also, so sieht das aus. Kann mich auch täuschen. Aber jedenfalls, was mir aufgefallen ist, man zieht sich, wenn man auf jemanden auf Rücken schlägt, nicht mehr ran. Früher war das so, wenn du zugeschlagen hast, dann hat er so die letzten paar Meter Distanz, ist er so wie so ein Magnet rangesprungen und hat ihn dann geschlagen. Das fehlt jetzt hier.
Das ist eine Sache, die mir noch aufgefallen ist. Also, sie haben das Spiel allgemein schwerer gemacht, was an sich ja nicht so schlimm ist. Ich meine, ich komme ja klar, wie ihr seht. Von daher. Ihre Waffe scheint was wert zu sein. Lappen. Jetzt kommt raus! Ich muss auf jeden Fall gucken immer. Da bist du. Ich wüsste aber nicht, wo ich hier den Audioloch finde. Huch! Was ist denn hier los? Vorsicht, Chief. Noch ein Landungsschiff in ihrer Nähe. Wo, in meiner Nähe? Über mir. Bezieh dich. Dieser Ort sieht aus, als würde er sterben. Sich. Ja. Der Halo hat sich geschlossen. So. Achtung, da bin ich wieder. Ein Verbandengeschwader ist auf dem Weg. Ah, es sind nur kleine Mini-Viecher. Ist ja gar kein Problem. Ich muss nochmal ganz kurz mit OBS öffnen. So. Das war nicht mal ansatzweise der Kopf, okay. Weiß jetzt, wo nur bei dem Grunts der Kopf ist. Das war nicht schlecht. Einen Adelwerfer könnte ich auch gegen die Eliten benutzen, ne? Ist da einer drin? Ihre Waffe scheint was wert zu sein. Hä, was? Der Grunt hat mich getötet. Irgendwie. Ja gut. Mr. Grunt, das war nicht nett von ihm. Du warst das, ne? Komm, gib's zu. Was willst du? Noch mehr Einheiten. Ihre Waffe scheint was wert zu sein. Mann, wenn nicht alles zittert, treffe ich doch nichts. So, das ist der Grunt. Der eine Granate nach mir geworfen, der Sack. Okay, das ist für die Eliten, für die Schilde, um die Schilde runterzukriegen und dann Headshot zu verteilen. Falls Sie jetzt Zweifel haben, am liebsten hätte ich eigentlich eine Plasmapistole, ne? Aber Sie müssen da weg. Ich glaube, die ist besser. So, kurz mal gucken. Hier ist nichts, okay. Naja, im Endeffekt ist es jetzt nicht so schlimm, wenn wir uns verpassen. Ich würde es schon gerne einsammeln und finden, aber ich habe das Gefühl, wir neigen uns Richtung Open World. Also semi-Open World, nicht wirklich Open World. Vorsicht, Chief. Noch ein Landungsschiff in ihrer Nähe. Halt so vorgegaukeltes Open World. Weil es ist halt ein Ring, was willst du machen? Da komm, jetzt verlier deinen Kopf. Und deinen Helm. Lass mich kurz nachladen. Bleib mal so stehen. Danke. Mann! Hört auf mit diesen komischen Erdbeeren. Wo ist der denn hingeflogen? Ich habe keine Munition mehr. Ich sollte die behalten für den Fall der Fälle, dass hier irgendwo kinetische Munition rumliegt, ne? Ja, aber da habe ich nur die Plasmapistole. Sieht aus, als würde er sterben. Sich irgendwie ans Leben klammern. Wie kann das sein? Jeder Ring ist anders. Ich sehe einen Zugang in der Wand vor mir. Reingehen? Waffe finden, dann können wir weg. Stimmt's? Nehmen wir mal den Kollegen. Was soll's? Okay. Ich werde schon ein neues Bier finden. Passen Sie auf, da kommen noch mehr. Sie haben die vorhin echt sauer gemacht. Nur für den Fall der Fälle, dass hier gleich ein Lied am Start ist. Was ist das? Nimm das! Was auch immer du bist. Sind das Wächter? Ich glaube, das waren Wächter. Ich fass es nicht. Es ist wunderschön. Und kaputt. Wirklich, wirklich kaputt. Ich muss weiter. Hier sind Verbandenschiffe. Überall. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Ah. Ist die nicht die beste Waffenkombination, die ich jetzt habe? Aber gut, werft keine Granaten, dankeschön.
So, erstmal sein Schild loswerden. Zack. Und jetzt die kleinen Grunts hinterher. Wo lauft ihr denn hin? Die Waffe ist nicht so gut beim Zielen. Es tut mir leid. Ich wollte euch nicht enttäuschen. Okay. Wir müssen ein bisschen experimentierfreundlicher werden, glaube ich. Toll, danke, Spiel. Danke. Ich fasse es nicht. Es ist wunderschön. Und kaputt. Wirklich, wirklich kaputt. Ich muss weiter. Hier sind Verbandenschiffe. Überall. Ich habe ihn getroffen. Ah, armes Tuf-Tuf. Na gut, den sind wir schon mal losgeworden. Ich werde die Dinger nicht mehr in die Hand nehmen. Das ist, tanzt ihr da? Zu riskant. Hab keinen Bock zu sterben. Ist nicht so cool, wenn man stirbt. Vertraut mir. Wir gehen mal hier lang. Sieht mal nach dem sichereren Weg aus. Und gönnen uns mal eine hübsche Waffe, falls hier eine gute liegt. Na, gut. Versucht den Kopf zu treffen. Es ist nahezu unmöglich. Oh Gott. Hat er sie jetzt fallen lassen? Alter. Der hat sie fallen lassen. Guck mal, die tanzen da. Wie süß. Ja, ich glaube, Spam ist bei dieser Waffe sinnvoller. Ja, definitiv. Oh, 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 mein Schild wird gefressen. Verzieh dich. Okay. Das Plasmafeuer ist nicht so cool. Ich muss ein Stück überhalb des Kopfes zielen, um zu treffen. Seht ihr? Seltsame Waffe. Das ist eine sehr, sehr seltsame Waffe, die ich da habe. Was bist du denn? Oh, wie cool! Die ist doch für dich geeignet, oder? Oder auch nicht. Shit. Also ohne vernünftige Waffe wird das hier sehr schwer. Warum haben die Penner ein Schild? Bleibst du da? Okay. Jetzt verkriech dich doch mal in dein Loch, wo du hergekommen bist, Junge. Oh oh. Ja, das erweist sich alles hier als ein bisschen schwerer, als ich dachte. Habt ihr eine Plasma-Pistole für mich? Dankeschön. Ich glaube, die ist effizienter als die Pistole, die ich gerade hatte. Diese Schockpistole oder was auch immer es ist. Guten Tag. Tschüss. Ach, der lebt noch. Okay. Prüfen. Ein bisschen Munition aufsammeln. Mal hier hochgehen. Wir sollten auf jeden Fall die Lage immer mal so abchecken. Was hier so Sache ist. Einfach nur. Um High Ground zu haben, sozusagen. Was ist das? Dieses tolle Spielzeug. Achso. Erfolg bekommen. Ja, nix ist das. Ein Scheiß ist das. Finde ich hier noch irgendwas? So, die Frage ist, die Frage aller Fragen. Welche Waffe meinen... Ernsthaft? Ich wollte einen coolen Move machen. Was ist denn das denn für eine Scheiße? So, sind die tot? Leben die noch? Ich habe meine Plasma-Pistole, die dürften tot sein. Okay, Dinge, die wir nicht mehr tun sollten. Coole Moves. Nur noch solche Moves, wo wir in Sicherheit sind.
Werde ich eventuell sterben? Oder der Chief besser gesagt, ich sterbe ja nie. Ich bin dir unsterblich. Bist du die Waffe? Nein. Kann ich hier was anfangen? Ach, guck mal, was ist da drüben? Komm ich da rüber? Ja, gut. Was haben wir uns gerade nochmal vorgenommen? Ich will da rüber. Wir wollen darüber, ne? Und offensichtlich ist das ja auch gewollt. Irgendwie. Weil das hier ist doch schon recht auffällig. Wieder rüber. Ach so, das ist sogar mein Ziel. Dann wäre das eigentlich nur eine Abkürzung, eine schlechte, so wie ich das sehe. Hier kommen wir nicht hin. Ja, wenn wir hier lang gehen, kommen wir da raus. Oder könnten da rauskommen. Ist also für Speedrunner wahrscheinlich. Neues Gebiet, mal kurz scannen. Vorsichtig luschern. Der Autodidakt war das, ne? Da, das ist die Tür. Die führt mich hier hin. Aber hier ist nichts. Wait a second. Kann ich hier hochlaufen? Oh, oh, ich lebe! Das war auffällig, tut mir leid. Manchmal muss man auch ein bisschen was riskieren. Ich guck noch einmal ganz kurz drüber. Das ist ein bisschen zu auffällig, um nichts zu sein. Wahrscheinlich ist da oben ein Schädel oder so. Könnte ich mir vorstellen, oder dazwischen. Komm, letzter Versuch. Das werde nicht ich sein. Das weißt du, oder? Ja. Das weiß ich. Aber das ist der Rückweg. Also, der Plan ist eigentlich hier lang und dann sich einen Keks freuen, ja? Okay. Naja, alles für ein kleines Zitat. Aus dem letzten Spiel. Cortana war ja verrückt geworden und hatte Angst, John verlassen zu müssen. Also wenn man erstmal weiß, wie man mit der Waffe umzugehen hat, war eigentlich ganz nice. T-Bag da mich gerade? Ihr habt's auch alle gesehen, ne? Yep, eine Elite weniger hast du gut erkannt. Oh. Das war aber nicht so nett. Ach, guck mal, was wir hier haben. Ach so, ist wieder die Scheiße. Ey. Habt ihr es jetzt da oben langsam? Noch eine Biete. Oh, Houston wäre mein Problem. Verarschen wir ihn, bis ich wieder ein Schild habe. Das hat ja gut funktioniert. Ach, guck mal, das ist eine rote Elite. Hat er ein doppeltes Schild? Das ist doch eine Elite. Lasst mich doch in Ruhe, ihr Eliten. Sucht euch ein Hobby. Im besten Falle nicht, mich zu töten.
So. Ach, man sammelt auch Energie ein von den anderen Plasma-Pistolen. Das ist neu. Okay, das war ein bisschen fail. Kümmern wir uns einzeln erstmal um die Schakale. So. Und jetzt kommt der Elite. Ich hab ein Schild. Oh, nochmal hier kurz das Einsammeln. 74%, 100%. Tatsächlich, es gibt jetzt Munition für Plasmapistolen. Das ist interessant. Das gab es vorher so noch nicht. Aber ich finde immer noch diese verbannten Dinger nicht. Ist Cortana noch im Ring? Ist Cortana die Waffe? Oh. Was ist das? Was sind das für Dinge? Das stammt von den Blutsvätern, oder? Hab Geschichten gehört, aber Mann, das ist verrückter als gedacht. Sind das die Kapseln für die Menschen? Die Halos sind ja nichts anderes als Archen. Und hier wurden quasi... Oder war... Nee, die Arche war die Arche. Die Halos waren die Waffe. Also sind wir jetzt auf der Arche? Ich glaube, wir sind jetzt auf der Arche, oder? Wüssten wir doch. Ich weiß es nicht. Ist alles so verwirrend. Dumme Frage. Woher wissen Sie, dass das keine Falle ist? Tu ich nicht. Toll. Ich hoffe nur, Ihre Waffe ist dieses Risiko wert. Mehrere feindliche Schiffe auf dem Weg hierher. Zu viele. Uns läuft die Zeit. Also, ich denke, es wird dieses Mal um die Bibliothekarin gehen. Das war auch die Dame, die auf diesem in der Intro-Sequenz von dieser Mission war. Da hatten ja die Brut so eine, ja, so ein Holo-Ding ins Kirchens oder was weiß ich, was das war. Und da war, glaube ich, die Bibliothekarin drauf. Und die hatten wir auch am Ende von Halo 5 getroffen. Scheinbar mag ich mich zu erinnern. Und sind wir jetzt auf der Arche? Nee, die Arche war, glaube ich, kein Halo, ne? Es ist, ich weiß es nicht mehr so wirklich. Es sieht hier so aus, als wäre das hier die Kammer der Bibliothekarin, weil hier die Informationen gespeichert sind. Na, schauen wir mal.